Stabiler geht nicht, geht doch. Hey, Julian Krause hier, heute mit einem Review von einem Umbausatz, dass man Frotto 055er Stative noch stabiler machen soll. Es geht um diese Aluplatte hier und was die so kann, das zeige ich euch heute in diesem Video. Kurz vorweg, das Teil ist leider nicht mit allen 055er Stativen von Manfrotto kompatibel. Eine Liste der kompatiblen Stative findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn ihr an eurem Stativ rumschraubt, müsst ihr natürlich aufpassen, da ihr da eventuell die Garantie oder Gewährleistung verliert. Ja, der Umbau ist echt super einfach und ich dachte mir, ich zeige euch das Ganze hier mal an meinem Manfrotto 055 CLB. Und ich gehe das Ganze jetzt mal Schritt bei Schritt durch. Ich fange als erstes an, hier den Kopf vom Stativ zu demontieren. Danach löst ihr die Mittelsäule, wie als würdet ihr sie hoch und runter fahren. Und könnt die Mittelsäule dann einfach rausziehen. Jetzt ist die beste Stelle, sich den Umbausatz hier zu schnappen, also die Platte. Und ihr bekommt die 3/8 Zoll Schraube, zwei Unterlegscheiben und noch einen Federring mit. Ihr nehmt jetzt die 3/8 Zoll Schraube, legt da den Federring drauf, danach die zwei Unterlegscheiben und schraubt das Ganze von unten in euren Umbausatz rein. Ihr nehmt dann einfach einen 15er Schlüssel oder eine Ratsche und zieht das Ganze fest. Dann findet ihr an dem Stativ hier oben drei Schrauben, die mit einem Imbus gelöst werden müssen. So, wenn ihr die drei Schrauben draußen habt, könnt ihr einfach den Umbausatz nehmen und legt ihn perfekt oben drauf, dass die Löcher, die drei Löcher, übereinander liegen. Und dann nehmt ihr einfach die langen Imbusschrauben, die mit beim Umbausatz dabei sind, und schraubt die einfach da in die Löcher wieder rein. So, nachdem ihr das Ganze dann festgezogen habt, könnt ihr wieder hier euren Kopf, den Stativkopf nehmen und den dann auf das Stativ aufschrauben. Also wie man hier jetzt gesehen hat, ist dieser Umbausatz innerhalb von kürzester Zeit ganz einfach anzubringen. Ja, was dieser Umbausatz in puncto Stabilität wirklich bringt, wollte ich euch jetzt mal zeigen. Deswegen hier ein kleines Experiment, das Stativ in drei verschiedenen Einstellungen. Einmal das Stativ komplett ausgefahren, der Mittelsäule hier, einmal das Stativ eingefahren und einmal mit angebrachtem Umbausatz. Ich habe bei allen diesen Videos ein bisschen an der Kamera hinten rumgewackelt und mal geschaut, wie viel stabiler das Video dann geworden ist. Wie man hier ganz klar sehen kann, ist die komplett ausgefahrene Mittelsäule sehr, sehr instabil. Das war aber auch irgendwie schon zu erwarten. Die eingefahrene Mittelsäule ist schon recht stabil, allerdings in der vertikalen noch etwas instabil. Und wie man hier sieht, ist der Umbausatz natürlich am stabilsten. Kommen wir zum Fazit und wie immer als erstes den Nachteilen. Ich denke mal, so der größte Nachteil von diesem Umbausatz ist, dass die Maximalhöhe des Statives nicht mehr ganz so hoch ist. Ihr habt natürlich keine Mittelsäule mehr, die ihr ausfahren könnt. Ansonsten, wenn ihr am Stativ rumschraubt, müsst ihr aufpassen, dass ihr da nicht eventuell die Garantie verliert. Und ein kleiner Nachteil ist noch, dass ihr natürlich dort selbst Hand anlegen müsst und ein bisschen rumschrauben müsst. Aber ich habe ja schon gezeigt, das ist echt super einfach. Also das sollte auf jeden Fall jeder hinbekommen. Kommen wir jetzt zu den Vorteilen. Und ich denke mal so, der größte Vorteil ist die erhöhte Stabilität, die der Umbausatz hier beim Stativ bietet. Und ein zweiter Vorteil, den habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist die verringerte Minimalhöhe von dem Stativ, die ihr dadurch bekommt. Dadurch, dass ihr keine Mittelsäule mehr habt, könnt ihr mit dem Stativ sehr, sehr weit runter und ziemlich bodennah arbeiten. Das Beste habe ich mir natürlich bis zum Schluss aufgehoben und das ist der Preis. Der Umbausatz kostet nur 40 Euro und da ist alles dabei, was ihr beim Umbau braucht. Das heißt die Schrauben, die Aluplatte natürlich selbst und die Unterlegscheiben. Also in der Hinsicht ist das Teil ein absolutes Preis-Leistungsmonster. Empfehlen kann ich diesen Umbausatz jedem, der sein Manfrotto-Stativ noch ein Stück stabiler machen will. Das heißt zum Beispiel Fotografen, die häufig mit langen Brennweiten arbeiten oder Videografen, die mit einem Fluidkopf weiche Schwenks realisieren wollen. Falls ihr euch für diesen Umbausatz interessiert, schreibt einfach eine Mail an die E-Mail-Adresse unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr den Umbausatz auch direkt bestellen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal für weitere Foto- und Video-Reviews.